Mr. Krabs, sind Sie das, Junge? Das ist eher Karens Version von Krabs. Hey, Sie sehen gut aus, Mr. Krabs. Ich hasse alles. So sieht Karen Thaddeus. Das kriegen wir mit Make-up wieder hin. Ich frag mich, ob Karen auch eine Version von mir hat. Oh, der Kerl ist ja ein Feger. Eindringling in Sektion B. Eliminieren. Autschi, Autschi, Autschi. Schleimbacke. Toi, 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 toi. Bei Neptuns Netzwerk. Wer von euch ist denn jetzt der echte SpongeBob? Du, Toi? Ich muss meine gesamte Rechenleistung nutzen, um diese schwere Frage zu lösen. Inne, mene, mu und raus. Du, toi, toi, du, toi, toi. Meine Güte, ich nehme an, ich habe den falschen SpongeBob zerstört. Du, toi. Wie sehe ich aus? Einzigartig. Oh! Fressmütiger Virus! Es ist noch Zeit, um Karen zu retten! Du zuerst! Na, war ich gut? Du warst großartig, aber ich glaube, du brauchst noch einen kleinen Anschubser. Oh. Okay, du bist dran. Alles hängt von dir ab, SpongeBob. Du musst Karen retten. Nein! Was meinst du mit nein? Ich meinte, ja! Auf an dem Speicher zu knabbern, du Monster! Miau! Ich bin am Rande von Karens Speicher. Sie muss mehr Erinnerung produzieren. Ich brauche Platz, um zu laufen. Reicht es als Erinnerung, wenn ich hinter ihr herlaufe? Oh, ich fürchte, nein. Ein Stück bleibt am Ende immer übrig. Oh, na, wer hat denn da Hunger? Deshalb frisst du dich durch Karen durch. Ich habe unbändigen Hunger. Du armer, hässlicher, ekliger, kleiner Virus. Klar, was du brauchst. Liebling, es geht dir wieder gut. Nein, ich fantasiere immer noch. Aber ich stehe drauf. Patrick, das Spiel! Können wir allmählich anfangen? Ich muss bald ins Koma. Okay. Sergeant! Jeha! Ein Häuschen am Strand. Fahrerlaubnis! Fahrerlaubnis! Was heißt denn das? Wenn du das nächste Mal würfelst, kannst du entweder deine Figur über das Brett ziehen oder du kannst so viele Runden auf der Rennbahn drehen, wie du gewürfelt hast. Was soll ich jetzt bloß tun? Was soll ich jetzt bloß tun? Mir den Würfel geben, weil ich dran bin. Aha. Du gehst ins Gefängnis. Wieso sitzt du, Kuppel? Ich bin dran. Eins, zwei... Wie praktisch, dass du auf Snacks gelandet bist. Du warst sicher schon am Verhungern. Ja. Korallenallee. Die kaufe ich mir. Zwölfe. Ich fahre Rennbahn.
Du darfst aber nicht würfeln, wenn du im Gefängnis sitzt. Und was muss ich tun, um wieder rauszukommen? Du musst deine 6 würfeln. Hallo! Du darfst nicht würfeln, wenn du im Gefängnis sitzt! Ja, halt dich an die Regeln. Aber wenn ich nur rauskomme, wenn ich eine 6 würfle, ich aber im Gefängnis nicht würfeln darf, wie komme ich dann überhaupt wieder aus dem Knast raus? Da ist es ja. Wenn ein Spieler im Gefängnis sitzt, bleibt er so lange drin, bis er eine 6 würfelt oder jemand seinen Namen sagt. Schön, dann sagt eben jemand meinen Namen. Oh, wow, du bist auf Operieren gelandet. Jetzt zieh eine Operationskarte. Entferne den Flossenknochen beim Spieler zu deiner Linken. Was? Halt auf! Aber ich habe keine Flossenknochen, ich bin ein Tintenfisch. Ganz ruhig, es tut auch gar nicht weh. Hab ihn! Nun setz dich wieder hin, du Krimineller! Ah, dieses Spiel ergibt überhaupt keinen Sinn. Da ist wohl jemand sauer, weil er nicht von der Stelle kommt. Ja, und du doch auch nicht. Das reicht, ich habe jetzt genug. Es ist Thaddäus! Thaddäus! Wieso ist er nicht mehr im Gefängnis? Weil wir doch seinen Namen gesagt haben. Das war echt ein ganz schön cleverer Zug, Thaddäus. Also jetzt würfelst du nach mir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tja, ich glaub, ich... Fahrrennbahn. Ich... Fahrrennbahn. Ich... Fahrrennbahn. Oh ja, Snacks. Oh. Gefängnis für Thaddäus. Aber ich war auf Snacks. Erzähl das dem Richter. Könnte mir mal jemand erklären, was wir hier eigentlich machen sollen? Worum geht es hier? Das gesamte Spiel ist doch völlig willkürlich. Es geht mal hier rum und mal darum. Keiner weiß, wie wer was gewinnen kann. Und Patrick macht die Regeln offensichtlich so, wie es ihm gerade passt. Hoppa, hoppa, Seesternzeit! Genau. Hoppa, hoppa, Seesternzeit! Okay, ich geh da mal raus. Wenn ein Spieler Drausilein ansagt, müssen alle anderen Spieler auch nach draußen gehen. Ich habe aber nicht Drausilein gesagt. 4. Das heißt, wir sind in der Kicherzone. Alle müssen lachen. Zwei. Grimassen schneiden, Grimassen schneiden. Eine Spitzengrimasse. Hey, Thaddäus, endlich verstehst du die Regeln. Na, aber sicher verstehe ich die Regeln. Die Regeln sind, dass es völlig egal ist, was man würfelt. Jeder kann einfach irgendetwas erfinden. Also kann ich jetzt auch würfeln und sagen, automatischer Sieger. Hey, super, du hast gewonnen. Gut gespielt, Thaddäus. Hä? Oh, wisst ihr was, das stimmt, war echt gut gespielt. Nicht so schnell. Kein Spieler darf sich selbst zum automatischen Sieger erklären. Du hast schon wieder eine neue Regel erfunden. Dieses Spiel ist das letzte blöde Spiel. Ach.